Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 10. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Ich persönlich bin mehr von indischen Berechnung überzeugt, vor allem das übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen, aber die westliche Astrologie ist vertraut und aus diesem Grund vermittle ich das alles. Hier sehen wir die 12 Lebensbereiche. Die Astrologie nennt das Häuser. Ich vermeide diesen Begriff. Für mich ist es wie ein Haus in verschiedenen Räumlichkeiten und das ergibt ein Ganzes. Und ich betone nur die Lebensbereiche, wo die kosmische Energie fließt und das bei Sonnenaufgang. Naturgemäß beginnt der Tag mit Sonnenaufgang und das zeigt die Energie, mit welcher Energie der Tag beginnt. Natürlich dreht sich das alles und das ist Helios, der Sonnenwagen, und das ist nichts anderes als die Drehung unserer Planet Erde. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und es ist hier im Osthorizont Sonnenaufgang. In demselben Moment untergeht im Westhorizont die Tierkreiszeichen Zwillinge. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Venus befindet sich auch im Tierkreiszeichen Skorpion. Und Fortuna, der uns Glück verteilt, ist auch im Skorpion. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Widder. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Diese Mars-Neptun-Verbindung hat sich verändert. Mars bewegt sich schneller als Neptun, hat sich von dieser Verbindung gelöst. Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Und wir haben noch einen kleinen Planet, Chiron. Und dieser kleine Planet bewegt sich in unserem Sonnensystem zwischen Saturn und Uranus und zeigt im Horoskop, wo weh tut, wo wir Heilung brauchen. Entweder sind wir gesundheitlich angeschlagen oder interessiert uns Thema Gesundheit als Berufung oder kränkt uns eine bestimmte Situation und da brauchen wir eine Lösung, eine Heilung. Chiron war rückläufig, Chiron ist jetzt direktläufig, ändert sich die Richtung, befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, aber im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Fischen und Tierkreiszeichen Widder und kehrt wieder zurück zu den Tierkreiszeichen Widder. Er war schon mal in Widder, dann war rückläufig, jetzt kehrt wieder zurück. Im Grenzbereich wirkt auch die Wiedergeborenen, Fischengeborenen, Wiedergeborenen, tut etwas weh und sie brauchen eine Heilung oder sind gerade gesundheitlich angeschlagen, empfindlicher. Kann auch bedeuten, dass das Interesse da ist, in einen heilerischen Beruf zu arbeiten und so kommt diese Chiron-Energie in Geltung. Was hier betont, Lebensbereiche, das ist das Erste. Und das bedeutet, ich ändere meine Persönlichkeit, mein Aussehen, mein Auftreten. Und hier ist auch die Bedürfnis wahrgenommen werden. Das trifft in erster Linie die Schützengeborenen. Das spiegelt aber etwas
für die Zwillingsgeborenen, weil das liegt gegenüber und die Richtung sollen die Zwillingsgeborenen schauen. Dann ist betont die zweite Lebensbereich und das ist die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen und bedeutet auch, etwas in Besitz zu nehmen, was uns wertvoll ist. Und das ist auch eine Lernaufgabe, weil diese Lernaufgabe erteilt Saturn und Pluto zeigt die innere Kraft, dass wir davon überzeugt sind, dass diese Themen in Ordnung kommen. Betont ist der dritte Lebensbereich, das hat mit Medien etwas zu tun, mit Internet etwas zu tun, mit Schulungen etwas zu tun. Hier ist Austausch, Nachrichten, Kommunikation, aber bedeutet auch unserer vertrauten Umgebung etwas entdecken oder bedeutet auch kleinere Veränderungen, eine kleine Reise, Besuch oder etwas organisieren. Ein Fest zum Beispiel oder gemeinsam etwas unternehmen mit Verwandten, mit Nachbarn. Hier ist etwas in Bewegung. Dann ist betont noch der vierte Lebensbereich bei Sonnenaufgang. Und das ist die Basis, die Fundament. Entweder weil wir gründen etwas oder ein Hausbau. Bedeutet auch Sicherheit, Stabilität. Ein gewisser Rückzug im häuslichen Bereich, wo wir die Ruhe und die Kraft finden, aber hat auch Themen hier in diesem Bereich, was unsere Wohnsituation betrifft. Veränderung zu Hause oder ein Umzug ist auch möglich und vor allem die Tierkreiszeichen wieder besetzt diesen Lebensbereich und wieder symbolisiert Neuanfang und Uranus wirkt auch und Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Die elfte Lebensbereich ist auch betont, hier ist die Liebe, Kommunikation, Verbindungen, Gesprächen. Dieser elfte Lebensbereich symbolisiert Freundeskreis oder Treffen mit Menschen, die gleichgesinnt sind wie eine Partei oder ein Verein, wo man mit gleichgesinnten Menschen regelmäßig trifft. Aber dieser elfte Lebensbereich bedeutet auch Hoffnung an etwas und das ist auch der Optimismus und Glück, was hier vermittelt wird. Die Verbindungen zwischen Neptun und Sonne ist eine gewisse Spannung. Wenn wir Klarheit bekommen möchten über etwas, es ist schwierig, jetzt das zu klären. Wenn aber bei Neptun-Energie in Verbindung zum Sonne in anderen Themenbereich handelt, wie Kunst, und das in Öffentlichkeit zu bringen, ist zwar diese Spannung trotzdem da, aber die Möglichkeit, das überwinden, das zu bewältigen und dieses Kunstwerk veröffentlichen. Und dann ist Neptun diese inspirierende Kraft. Aber im Alltag, in anderen Lebensbereichen, wo wir etwas klären möchten, ist fast unmöglich. Dann haben wir eine Verbindung zwischen Uranus und Merkur. Das ist der sogenannte Quinkungsaspekt. Und das bedeutet Unsicherheit. Es handelt sich um Gespräche. Handlungen, Gespräche. Bei Uranus Einfluss, kommt das plötzlich, unerwartet. Und bei dieser rückläufigen Uranus, Themen von Vergangenheit oder eine Person von Vergangenheit, was plötzlich unerwartet die Kontakt aufnimmt und man weiß nicht mit dieser Verbindung, wie soll man damit umgehen? Soll ich nicht? Was will er oder was will sie? Es ist Unsicherheit da und entsteht hier bei dieser Verbindung ein gewisser Zweifel, Unsicherheit und ein Vielleicht. Man weiß nicht, wie das weitergeht. In die Mitte haben wir die Tagesengel nach Kabbalah und die Tagesengel ist Engel Michael.
Engel, die Intuition und Vorahnung bringt Ordnung in unserem Leben, gibt uns Klarheit über etwas, mindestens unterstützt uns dabei, dass wir Klarheit bekommen über eine bestimmte Lebenssituation, dass wir diplomatisch handeln können und schützt uns vor Unfällen. Engel Michael steht in Verbindung zum Saturn, steht in Verbindung zum Luftelement, steht in Verbindung zum Tierkreiszeichen Waage. Das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett
Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.